Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich für euch einen vegetarischen Brotaufstrich. Ein Rezept aus unserem Lieblingsrezeptebuch Band, weiß ich jetzt nicht, 2 glaube ich, bin ich mir aber nicht sicher. Ist aber auch egal, weil die Bücher sind ja ausverkauft. Aber trotzdem teste ich die Rezepte für euch, die ihr in unserem Wunderkesselforum natürlich auch nachlesen könnt. Und am besten kocht ihr sie nach, indem ihr euch das Video anschaut und die entsprechende PDF runterladet. Was koche ich überhaupt? Vegetarischen Brotaufstrich, habe ich schon gesagt. Und zwar gibt es vegetarische Leberwurst. Das ist an sich schon ein Widerspruch, ja, aber es sieht aus wie Leberwurst, es riecht wie Leberwurst und es schmeckt wie Leberwurst. Es ist aber keine. Also kann man es auch vegetarische Leberwurst nennen. Ich habe die selbst schon mal gemacht zu Hause und weiß, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Und deswegen möchte ich euch das Rezept nicht vorenthalten. Wir beginnen mit Schritt 1. Da nehmen wir 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Die könnt ihr übrigens auch ersetzen durch Walnüsse oder Haselnüsse, auch durch Mandeln. Aber ich finde Sonnenblumenkerne da am passendsten für. Die kommen in unseren Kessel und werden 15 Sekunden auf höchster Stufe, wenn ihr also einen TM31 habt im Turbo, einen TM5 auf Stufe 10, zerkleinert. 15 Sekunden. Turbo. So, das reicht. Das ist auf jeden Fall schon sehr mehlig jetzt geworden. Oh ja, sehr mehlig geworden jetzt. Sonnenblumenkernmehl sozusagen. Das füllen wir jetzt nochmal zurück in die Schüssel. Als nächstes nehmt ihr 50 Gramm Grünkern. Ebenfalls in den Kessel und ein kleines Lorbeerblatt. Ja, ihr könnt natürlich auch ein großes nehmen, aber da dann bitte nur ein Viertel, sonst wird es zu lorbeerig. Das Ganze wieder 15 Sekunden, Stufe 10, zerkleinern. Und ebenfalls wieder umfüllen. Ah, Lorbeer, was Tolles. Als nächstes 120 Gramm Zwiebeln in den Topf. 5 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinern, so das Übliche. Zwischendurch ein bisschen sauber machen hier. Zu den Zwiebeln kommen jetzt 30 Gramm Butter. Das schieben wir mit dem Spatel nach unten hier noch die Zwiebeln. Das ist ganz wichtig, weil wir die jetzt andünsten mit 30 Gramm Butter. Und wenn sich da was oben festsetzt, dann dünstet das ja nicht richtig an. Und wie dünsten wir das an? Ganz klar, 3 Minuten, Stufe 1, 100 Grad. Beziehungsweise ich mache auch immer die Varoma-Stufe, dann geht es schneller. Ja, also. Im Rezept steht 100 Grad. Das ist meine Show. Ich mache hier Varoma. So, und nun kommen 150 Milliliter Wasser. Muss ich jetzt abmessen, weil da ist keine 150 Milliliter Skala drauf, sondern nur 200 Milliliter Skala. Aber dafür haben wir ja die Waage im Thermomix. Und ein guter Esslöffel Gemüsebrühe dazu. Natürlich könnt ihr auch euren selbstgemachten Suppengrundstock verwenden. Ja, wenn ihr den nicht habt, dann schaut euch das an, wie das funktioniert, wie wir den machen. Warum ich den nicht habe, ganz klar, ich verbrauche den so viel. Wir haben heute Morgen hier gemerkt, wir haben keinen mehr. Müssen wir jetzt dann nochmal nachmachen. Aber es ist was, was man immer zu Hause haben kann. Den zerkleinerten Grünkern geben wir jetzt noch dazu und kochen das Ganze jetzt 7 Minuten. Auf 100 Grad, auch hier schalte ich wieder Varoma ein, ja, geht einfach schneller. 7 Minuten Varoma, Stufe 1 zum Kochen bringen. So, damit ist unser Arbeitsvorgang erstmal abgeschlossen, zumindest der erste Teil, denn es geht jetzt natürlich Schlag auf Schlag weiter. Wir kommen zu den weiteren Zutaten. Wir haben hier noch die gemahlenen Sonnenblumenkerne oder wenn ihr Nüsse genommen habt, eure Nüsse. Dann
kommt noch richtig gut Petersilie rein. Also ich würde sagen so 3 Esslöffel. Ich mag Petersilie, da kann man nicht zu viel von reinmachen. Und ja, so 1 bis 2 Esslöffel Schnittlauch ebenfalls noch dazu. Dann brauchen wir Thymian und zwar 1/4 Teelöffel. Na, geh auf. 1/4 Teelöffelchen Thymian. 1 Prise Muskatnuss. Und das hier ist auch ein sehr, sehr leckeres Gewürz, wenn ich es denn aufbekomme. Das ist Kardamom. So, auch wirklich nur 1 Prise. Das ist ein sehr intensives Gewürz. Dann noch 1 Prise Pfeffer dazu. Und als nächstes mischen wir das Ganze 12 Sekunden bei Stufe 6. Und damit ist unsere vegetarische Leberwurst, köstlich duftend übrigens, das ist wirklich fantastisch, fast fertig. Fast bedeutet, wir müssen jetzt nur noch umfüllen und dann muss die etwa 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank auskühlen, richtig gut durchziehen. Ich würde die sogar empfehlen, über Nacht stehen zu lassen. Okay? Ich fülle das jetzt um, kühle das für euch ab und dann melde ich mich so in 3-4 Stunden wieder bei euch. So ihr Leute, unsere vegetarische Leberwurst ist jetzt im Kühlschrank durchgezogen und ich bin sehr gespannt, ob die auch wirklich so schmeckt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ja schon ein bisschen abgeschmeckt, bevor ich sie in den Kühlschrank gemacht habe. Und wenn die wirklich so geworden ist, wie ich das vermute, dann wird das ein Kracher. Weißbrötchen habe ich mir schon mal geholt. Ich habe im Nachhinein gedacht, man könnte natürlich auch die Butter durch Halbfettmargarine zum Beispiel ersetzen. Dann hast du nochmal eine kalorienreduziertere Variante und es ist sogar vegan. Ja, also jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Das sieht schon mal gut aus. Also von der Konsistenz her ist es auch nicht anders als Leberwurst. Moment, jetzt mal so ein bisschen hier drauf. Hammer. Ohne Spaß jetzt. Das ist mein absolutes Überraschungsrezept für diese Woche. Das ist der Oberklopper. Wirklich ohne Spaß. Also wenn man mir das jetzt zur Blindverkostung hinstellen müsste, würde ich müsste echt überlegen, ob das nicht doch irgendwie echte Leberwurst ist. Es schmeckt richtig, richtig gut. Ihr solltet euch das echt mal vornehmen, das auszuprobieren, weil es ist gesund, es ist fleischfrei und es ist vor allen Dingen mega, mega lecker. Mach das nach. Mach das nach, auf jeden Fall. Ich mache jetzt aus, weil ich esse das jetzt mit meinem Brötchen. Ich habe Hunger, richtig Hunger. Bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Tschüss.